Nochmal. Noch okay, ne? Was haben Sie für eine Funktion jetzt bei der Hexenverbrennung? Ich verbrenne. Ich bin der Verbrenner. Der Hängergeselle, ja. Der Hängergeselle, genau. Der Hängersknecht, sagt man, wenn blau. Für dich. So, hallo, jetzt habe ich also die Frau Kirchhoff vom Mikrofon vor der Kamera. Frau Kirchhoff, Sie sollen ja gleich als Hexe hier verbrannt werden. Wie fühlt man sich denn so? Naja, es ist schon sehr aufregend, muss ich schon sagen, weil man muss sich ja auch reinfühlen und man hat sich natürlich vorher auch informiert, was da in der Zeit war, also durch die ganze Recherche, durch die ganze Erarbeitung vom Stück. Und jetzt dann so wirklich zu spielen, wie man dann wirklich verbrannt wird. Ich bin schon sehr gespannt, was da so auf mich zukommt. Abkält. Stell dir vor, ey, wenn das dann wirklich kracht und ich hänge da oben. Ein wenig dramatischer. Und das brennt so mit den Dingen, brennt das nicht. So, kommt doch schon. Kommt schon. Okay, schon noch. Genau. Schraubscheinwand. So, vielleicht können Sie mir ein bisschen was erzählen. Was findet bei diesem Wandel der Erde statt? Wir zeigen vier verschiedene Themenbereiche, die zwischen 1520 und 1616 in Gerutshofen relevant war. Dieses Gehen oder Bleiben, diese reformatorischen Gedanken kamen natürlich auch relativ bald nach Gerutshofen. Gerutshofen war dann fast zu 100% protestantisch und als dann der Herr Echter dazu kam, wieder nach Gerutshofen kam, mussten die Menschen sich ziemlich schnell entscheiden. Will ich bei der neuen Lehre, dem Glauben Martin Luthers bleiben oder werde ich wieder katholisch, kann dann halt hier in Gerutshofen wohnen bleiben, weil der Herr Echter gemeint hat, innerhalb kürzester Zeit mussten die auswandern. Genau. Was wird die Zuschauer, also was werden sie sehen, was werden sie erleben? Sie haben Pfingsten, gell, dieses Jahr? Ja, wir starten an vier Orten gleichzeitig, der evangelischen Kirche, der katholischen Kirche, der Spitalkirche und an der Amtsvogtei, jeweils mit 100 Menschen. Und die Zuschauer sehen an jedem Ort ein 20-minütiges Theaterstück, werden dann etwa 15 Minuten auch von Schauspielern zum nächsten Ort begleitet, sehen dann da das nächste Theaterstück und so wandern die eben über vier Orte und am Schluss treffen sich alle 400 Zuschauer im Spitalgarten, wo wir dann Echter und Luther natürlich fiktiv aufeinandertreffen lassen. Wie viele Bürger nehmen denn teil an dieser Veranstaltung, also die Schauspieler, will ich mal sagen? Also wir haben jetzt ein Ensemble von 52 Leuten. Wahnsinn. Also gut, dann wünsche ich viel Erfolg hier auf dem Scheiterhaufen. SWN.